Wie erklärt ihr euch das? Also Wohnen muss ja irgendwie jeder. Warum ist das Thema so lange irgendwie hinten angestellt worden? Ich glaube, das ist gar nicht so sehr hinten angestellt worden. Es wurde ja schon viel darüber berichtet. Es gibt ja auch etliche Zeitungsartikel darüber und Radiobeiträge. Aber das ist eben auch ein extrem komplexes Thema mit ganz vielen Aspekten, die da beachtet werden müssen. Und es gibt ja auch nicht, das merkt man ja auch in unserem Podcast, nicht den bösen Wohnungsbauunternehmer. Es hatte bisher, glaube ich, noch so an der Idee gefehlt, wie man das irgendwie gut und spannend erzählen kann, aber auch dabei informativ. Wie sind die Reaktionen der Menschen auf euren Podcast? Also wie gesagt, wohnen muss ja jeder. Wie kommt es an? Also es gibt erstmal ganz, ganz viele positive Rückmeldungen von Leuten, die sagen, dass sie sich wahnsinnig gefreut haben, dass dieser Podcast existiert und dass sie aber auch ihn manchmal, also einer hat zum Beispiel geschrieben, sie kann ihn nur beim Joggen hören, weil er sie so wütend macht. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir haben einen Käufer dieser Luxuswohnungen interviewt. Und der hat sich bei mir gemeldet, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass er überhaupt bereit stand für dieses Interview und hat gesagt, ja, vielen Dank für diesen Podcast, freue mich auf die nächsten Folgen, als seine Folge rauskam. Und das fand ich sehr eindrücklich, dass irgendwie einerseits von Leuten, die die Schnauze voll haben von dieser Wohnungskrise, positive Rückmeldungen kamen, aber auch aus der Wohnungswirtschaft, aus dem Bankensektor, Leute, die irgendwie mit Wohnen zu tun haben, uns rückgemeldet haben, dass sie sich freuen, dass das so differenziert erzählt ist. Das ist etwas, was mich sehr gefreut hat.